Yo, ist Mr. Mike. Wie ihr gesehen habt, war das ein kleines Mixtape von Romario. Ich habe ihn natürlich um Erlaubnis gefragt. Er hat gesagt, ja, geht klar. Und er ist auf YouTube ja nicht vertreten. Da hat er nicht so wirklich Bock drauf. Ich weiß nicht warum, aber ist ja egal. Ich meine, auf Instagram hat er über 340.000 Follower. Das alleine spricht für sich selber. Da hat er YouTube gar nicht nötig. Und ich bin jetzt mit ihm so seit ungefähr 2 Jahren in Kontakt. Damals, wo ich schon noch in Hamburg gelebt habe. Schon eine Zeit her. Und damals wurde ich auf ihn aufmerksam, weil mich eine Lady angeschrieben hat, die kannte ich nicht. Dann hat sie mir von ihm erzählt, ich kannte ihn damals natürlich auch nicht, nie von ihm gehört. Und dann hat sie gemeint, ich muss unbedingt mit ihm zusammen ein Mixtape machen. Also zusammen ballen mit ihm. Okay, aber ja, keine Ahnung, wie kommt die da drauf, ne? Ich wusste es nicht. Aber die war wirklich so penetrant schon, ne? Das war schon fast ein bisschen nervig. Echt, die hat mich fast jeden Tag bis zweiten Tag angeschrieben, ich soll doch dem jetzt endlich schreiben, ne? Bis ich es gemacht habe. Und ich habe mir schon gedacht, der hat ja 340.000 Follower, der antwortet mir eh nicht so schnell. Aber eine Woche hat es gedauert, eineinhalb, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall hat er dann geantwortet. Ein bisschen ins Gespräch gekommen und so. Er wohnt ja leider nicht um die Ecke. Wo wohnt er? Chemnitz, kann das sein? Weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall sind es jetzt von hier, von Bayern, wo ich jetzt lebe, an die 600 Kilometer. Ist leider schon ein Stück, ne? Jedenfalls, mir so voll sympathisch. Das ist echt ein bodenständiger, gechillter Typ auf jeden Fall. Auch so ungefähr mein Baujahr. 90er Hip-Hop liebt er. Ist einfach ein Baller. So ein Freestyler, auch ein Streetballer. Das ist in Deutschland vor allem, ne? Eine Seltenheit. Seltener geht's ja fast gar nicht. Ne? Das ist ja wie ein Einhorn, ne? Das, also, ich feiere einfach Leute, die einfach sich einen Ball schnappen, rausgehen, einfach dribbeln, just for fun, für die Liebe und so. Hip-Hop-Musik dazu hören, weil das ist einfach auch, das gehört zusammen. Basketball und Hip-Hop ist für mich meiner Meinung nach einfach, das ist einfach das Ding, weißt du? Wenn du das nicht fühlst, bist du nicht wirklich ein Streetballer, glaube ich. Behaupte ich jetzt einfach mal so frech, wie ich bin. Und ja, das ist einfach, das kann aber nur ein Streetballer nachempfinden, ne? Dieses Dribbeln mit dem Ball und so, Ball dribbeln, spielen und so, Hip-Hop-Musik hören, dieses Gefühl, sich dabei frei zu fühlen, diese innere Energie, diese Freude, das kannst du nur nachvollziehen, wenn du ein Baller bist, und deshalb hat das bei uns schon so ein bisschen gleich harmoniert und so. Und ja, auf jeden Fall habe ich vor, mit ihm was zu drehen, aber ihr wisst ja, wenn jemand was von einem will, muss man da hinfahren, und jetzt muss ich erstmal einplanen, wann er Zeit hat, wie ich hochkomme und überhaupt. Aber das wäre schon eine coole Sache, wäre echt eine geile Kombo, würde ich sagen. Und ja, folgt mir mal auf Instagram, auf jeden Fall. Finde ich sehr cool, was er da am Start hat. Vor allem diese Fragenrunden, also wenn man ihn Fragen stellt und so, da merkst du schon immer heraus, wie real und wie cool der Typ einfach drauf ist, so familiär halt und überhaupt nicht abgehoben, ne? Weil einige mit diesem Fame, sage ich jetzt mal, das sind ja dann doch, die werden abgehoben, ne? Aber der ist einfach chillig, einfach cool, netter Typ. Und was wollt ihr noch sagen? Ja, er ist Mixtape. Ist natürlich jetzt alles Sachen, die, wo ich von seinem Instagram-Kanal runtergeladen habe, ist die Qualität dann wahrscheinlich nicht so der Hit, weil Qualitätsverlust überhaupt. Aber ja, kommt auf jeden Fall noch was. Ich bin dran, dass wir noch was zusammen starten. Romario, melde dich mal wieder, würde mich auch sehr freuen. Aber ja, der Junge hat ja auch viel zu tun, ne? Was ich auch krass finde, er ist ja schon ein recht ansehnlicher Mann, ne? Kann man mal sagen, no homo. Also das sieht wirklich gut aus, ne? Kann man schon sagen, so Model-like. Und das merkst du auch bei seinen Followern oder so. Ey, der hat echt Kommentarbereich und so echt nur hübsche Frauen so am Start. Das ist auch schon eine krasse Sache. Und dann, vor allem, wenn ich mir auch denke, weil er ist ja in festen Händen, ich stelle mir das für seine Frau, Freundin auch ziemlich krass vor, wenn der halt so umschwärmt ist, ne? Das ist, glaube ich, auch kein leichtes Business. Aber was willst du machen, wenn du gut aussiehst, ne? Ist ja bei mir das Gleiche. Joke, Mann. Nee, ist echt, ich find's cool, Mann. Ja, Support, das ist jetzt kein Support von mir. Support hat er ja gar nicht nötig. Auf YouTube hat er eh keinen Bock und überhaupt. Trotzdem, ja, Baller in Deutschland, Streetballer in Deutschland, wie gesagt, seltener geht's ja gar nicht, oder? Also, Grüße gehen raus an Romario. Vielen Dank, dass ich dieses Mixtape hier machen müsste. Ein Video von dir ist ja schon auf YouTube, habe ich gesehen, aber das hat gar keine 300 Aufrufe. Also, das hast du auch wahrscheinlich nicht gar nicht. Weiß nicht, hast du es schon gesehen? Das ist aber auf deinem Instagram-Kanal auch. Ansonsten, ja, die Liebe für den Streetball einfach. Das ist es. Das ist einfach zu wenig, Mann. Weißt du? Supporten tut der Junge sowieso so viel. Aber ansonsten, es gibt einfach so wenig Leute, die sich einfach mal den Ball schnappen, rausgehen, dribbeln. Oder vielleicht gibt es die auch und die filmen sich einfach nicht. Das kann ich jetzt
Das kann ich nicht beantworten, das weiß ich nicht. Vielleicht gibt es ja auch einige, die einfach rausgehen, just for fun dribbeln, aber sich nicht filmen wollen. Das ist auch so eine Sache. Ne? Aber wenn du dich filmst, du siehst ja, du kannst andere Leute damit erreichen, motivieren. Das ist auch so ein Schlüssel. Ne? Und deshalb machen wir das auch, würde ich mal sagen. Also wegen der fetten Kohle habe ich das noch nie gemacht. Weißt du, da ist nicht viel zu holen. Ja, in der Hinsicht Feedback geben, eure Meinung, Instagram auschecken, Romario. Mir dürft ihr natürlich auch gerne folgen. Auch eine richtig coole Sache, was mich sehr ehrt, Romario mit 345.000 Followern, folgt nur 28 Leuten und ich bin einer davon. Also mehr Ehre geht nicht. Vielen Dank dafür, Mann. Peace.